Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, deshalb bin ich ein bisschen leiser. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. In dieser Folge will ich irgendwie, also ich werde es versuchen zu erklären, wie ich plötzlich wieder 117.000 Simoleons habe. In der letzten Folge hatte ich am Ende vielleicht 14.000. Und seit der letzten Folge ist halt eine Woche vergangen. Und da kann man ziemlich viel machen, was gut ist. Also wenn man gerade aktiv spielen will, dann kann man vor allem die Meinung der Bürger anklicken. Da bekommt man halt häufig wertvolle Gegenstände, die man auch verkaufen kann. Zum Beispiel die Sachen für die Katastrophen hier. Ich kann jetzt gerade keine Katastrophe ausrichten, wegen denen hier. Ja, und mein Lager ist halt voll. Deshalb bringt es mir nichts, jetzt die ganzen Sachen von Wu zu lagern. Deshalb verkaufe ich sie teuer hier. Und krieg dafür natürlich auch viel Geld. So, hier sieht man die blauen Meinungen von den Bürgern. Da würde ich auf jeden Fall immer draufklicken, weil man bekommt halt auch wertvolle Sachen, um zum Beispiel den Strand zu erweitern. Können wir auch bald machen. Hier den Stadtbereich erweitern, habe ich auch schon einiges. Oder das Stadtlager zu erweitern, fehlt auch nicht mehr viel. So, als nächstes das hier. Nie verkaufen, ja? Ihr könnt mehr als das Doppelte manchmal rausbekommen, wenn ihr es hier drin verkauft. Deshalb macht das nicht. So, als nächstes ist, wenn ihr wirklich viel Geld bekommen wollt, dann am besten keine Häuser verbessern. Hier, ihr seht, ich könnte die Häuser jetzt aufbauen oder verbessern. Ich mach's aber nicht. Weil wenn man ein Level aufsteigt, bekommt man ja auch neue Sachen dazu. Und die brauchen vielleicht ein extra Geschäft hier. Zum Beispiel das hier, das schalten wir mit 29 frei. Dann wird das noch angefordert, dann brauchen wir Geld dafür. Dann kommen wir wieder ein Level höher, brauchen noch mehr Geld, um neue Sachen zu kaufen. Deshalb, bringt das euch dann nichts. Deshalb am besten nicht hier die Häuser verbessern, wenn ihr wirklich direkt Geld verdienen wollt. So, ich guck mal kurz. Stadtbereich, Bergbereich erweitern. Haben wir jetzt geschafft. Können wieder was hinbauen, aber das ist egal. Hier, Steuern. Ihr müsst versuchen, wirklich, das ist wirklich wichtig, dass eure Bewohner zu 100% glücklich sind. Das kriegt ihr halt dadurch, dass die alle hier blau sind. Und wenn irgendwo das rot ist, dann müsst ihr das nachbauen. Und natürlich, dafür braucht ihr wieder Geld. Und das kriegt ihr zum Beispiel auch durch Herstellen von Sachen. Was ich häufig mache, Möbelladen, Stühle und Tische herzustellen. Weil ihr seht ja hier Stühle aus Holz, aus Nägeln und aus Hammern. Und hier halt Bretter, Nägel und Hämmer. Dazu braucht man nur Stahl und Holz. Und dann einmal hier zu Nägeln und Brettern zu verarbeiten und zu hämmern. Und wenn man dann hier ab Level 16, glaube ich, eine Tempomarke reinmacht, kann man ganz schnell sehr viele Stühle herstellen. Ja, und wenn man die dann verkauft, dann sind die auch einiges wert. Hier, 300. Und wenn man dann so 5 Stück davon hat, hat man schon einiges beisammen. Und deshalb mache ich es manchmal so, überall nur Stahl und Holz. Und dann baue ich einfach Stühle oder Tische und verkaufe sie.
Ich verwende sie halt nicht, um Wohngebäude zu bauen. Oder wenn ich etwas anderes bauen will. Warte, wo war das? Nein. Ah ja, die Uhr. Mache ich halt Plastik, Glas und Chemikalien. Ich brauche halt nicht so wie die Schuhe noch zusätzlich Kleber oder Maßbänder, sondern es braucht einfach nur Plastik, Glas und Chemikalien. Dann mache ich die Chemikalien und mache ich Glas und Chemikalien zuerst. Warte dann, bis es fertig ist, so 2-3 Stunden. Dann sammle ich das alles ein und sammle danach Plastik, mache ich Plastik rein und sammle auch Plastik ein. Dann mache ich hier noch eine Tempomarke rein. Und ja, dann kann ich ganz schnell Uhren herstellen. Ja, das war's eigentlich auch im Grunde schon, wie ich schnell Geld verdiene. Wenn man das so 2 Tage lang macht, dann kann man damit ziemlich viel Geld verdienen. Und ja, jetzt fangen wir an mit der eigentlichen Folge. So, bisschen Geld sammeln. Ja, ich guck mal erstmal im Frostfjord. So. Hier können wir noch was verbessern. Haben wir inzwischen auf Level 3 verbessert. Und ja, gucken wir mal. Fisch und Holz. Und Stahl. Da erstmal nichts, okay. Ich glaube, ich mache hier nur Frostfjordgebiete. Damit das einheitlich wird. Okay, dann, ja, hier habe ich was bekommen, was genau das ist, weiß ich nicht. Regional, Heizwerk. Habe ich nicht genug dazu? Okay. War das jetzt bei Park oder? Wir sind immer noch da. Weiß, ach so, die habe ich eingelagert. Ja. Wo ist das jetzt hin? Ich habe noch einen See, okay. Schade, dass man das nicht verkaufen kann. Sonst würde ich halt daraus Geld machen. Was ist das? Ich finde das nicht. Oh, warte mal, ist das hier? Ah, so ja. Die heiße Tasse. Dann baue ich das mal hier hin. Habe ich ein bisschen mehr Personen hier. Und wenn wir 500, glaube ich, haben, schalten wir ja, das hier frei. Das heißt, wir brauchen da noch ein paar. Das heißt, wir brauchen Stahl. Okay, Holz. Holz und Fische. Und noch mehr Stahl und Fische haben wir hier. Okay, vor allem Stahl und Holz müssen wir uns jetzt besorgen. Stahl und Holz. Und unser Lager ist voll. Ja. Was verkaufen wir denn? Einfach 4x Chemikalien. Haben wir ein bisschen mehr Platz.
Dann gehen wir zum Frostfjord. Und irgendwie reicht das noch nicht. Oh, ein Fisch. Noch mehr Stahl, noch mehr Stahl. Okay, ich brauche einen Fisch. Einen Fisch, der ist ja hier direkt. Nein. Das da. Machen wir noch 4 Textilien weg. So, dann können wir das hier gleich verbessern. Und kriegen ein paar Münzen zusammen. Okay, 4 Stahl. 10 Holz. Oha. Und 2 Holz und diese Beeren, die ich verkauft habe. Oh. Erstmal eine Pumpstation nehmen. Kapazität 0, Nachfrage 4. Machen wir auch noch eins. Oh. Warten wir noch ein bisschen. Ja, jetzt sind hier nur noch 99% glücklich, aber kann ich nicht ändern. Wir haben halt nicht genug Geld, habe ich ganz schnell alles ausgegeben. So, das erstmal weg. 3, ah, reicht nicht. 10 Holz brauche ich, ah, nee. Lasse ich erstmal. So, das können wir auch nochmal machen. Und dann gleich nachproduzieren am besten. Chemikalien. Oh, ich habe gar keine Mineralien gemacht. Verdammt. Was war's noch? Ah ja, Hammer. Ein bisschen Holz noch nachproduzieren. So. Wie viel Stahl habe ich jetzt? 4. Ah, gut. Können wir wenigstens ein Haus machen. So, und... Vier Stahl, ein Fisch. Ja. Das mache ich, glaube ich, neu, weil 10 Holz ist ein bisschen viel. Mache ich auch neu, weil ich diese Kugeln da gekauft habe. 4 Stahl, ein Fisch. Holz, einen Samen und so einen verpackten Fisch. 4 Stahl, 4 Holz, einen Samen, einen verpackten Fisch. 1, 2, 3, 4. So, gleich noch mehr davon machen. Brauchen wir alles. Was auch immer das war. Einfach weg. Neuaufbau, ja. Ah, da hat jemand was gekauft. Und dann noch ein Haus irgendwo hinsetzen. Da. So, wir warten noch auf Holz. Holz, eine knappe Minute, okay. Ich hätte eigentlich... Ja, ich hätte das hier machen können. Dann starte ich das jetzt erst halt. Ist dann egal. Ich mache eh
zwei Häuser fertig. So, und was fehlt denn nochmal? Ach ja, nochmal ein Fisch. So, und da fehlt noch dieser Fisch hier. Und hier halt. Okay. Dann haben wir es aber dann geschafft. Ah, hier kann man, ja natürlich kann man hier auch Bergbereiche machen. Moment. Warum braucht das alles Platin-Schlüssel? Wir gucken, ob man hier auf dem Wasser irgendwie ein Boot platzieren kann. Okay, ich habe nicht genug Platin-Schlüssel einfach. Gut, dann gehen wir zurück zur Hauptstadt. Und holen uns 4x Holz. So, ich habe haufenweise daneben geklickt, aber egal. So, und so. Beanspruchen. Ah ja, nichts, okay. Das will ich auf jeden Fall heute noch in der Folge schaffen. Das brauchen wir dringend für unser Lager. Stadtbereich erweitern könnten wir fast machen. London Town Gebiete ausbauen. Muss ich mal gucken. Pariser Gebäude weiß ich gar nicht. Warte. Da ist mal wieder ganz viel Fisch herstellen. So, und ja, reicht nicht mehr. Ich muss nochmal zurück, wartet. Kleinen Moment, da und da. So, dann gucken wir mal kurz. Zwei Fisch. Noch ein Fisch. Ja, ist eigentlich ganz einfach. In vielleicht 5 Minuten oder so ist der fertig. Oh, ich merke gerade, wir haben gar nicht mal so viel Zeit mehr. Das ist jetzt doof. Nein, nicht Pariser Gebäude. London Town. Oh, ein Stahl. Könnten wir das machen? So. London Town Gebäude. Und verbessern. Und jetzt die Punkte beanspruchen. Und jetzt können wir hier irgendwas machen. Ah, 5000, cool. Beim anderen brauchen wir noch 1800 Punkte etwa. Ja, 1900, aber naja. Pariser Gebäude, 9 Stahl, naja, okay. Stadtgebiet erweitern. Können wir fast machen. Wir brauchen nur einer dieser Bulldozer-Schaufeln. Aber ich glaube, so schnell bekommen wir hier keine. Und dieser Fisch, der wird nicht verkauft. Leider. Ich krieg den nicht mehr los. Ich fürchte, ich muss den löschen. Also wie kann ich jetzt noch hier Punkte holen?
Oh, seht ihr das links oben da? Hier, Einwohner. Wir haben 200.000 Einwohner. Ja. Stadtbereich erweitern, ja. Dazu müssen wir 24 Simcash ausgeben. Und alles andere könnte ich nicht schaffen, ja. Da muss ich diese 24 Simcash scheinbar ausgeben. Erweitern. Und beanspruchen und jetzt können wir endlich. Einsammeln und garantiert unser Lager vergrößern. So, dann gehen wir noch mal kurz rüber zum Frostfjord. Dauert noch, ja. Okay, Leute, ich glaube, ich muss jetzt hier die Folge beenden, weil sie schon Überlänge hat. Ja. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.